Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Wolfsburg gegen FC Augsburg. Eine bessere Partie hätten wir uns nicht aussuchen können. Da ist alles drin. Die Aufstellung des VfL Wolfsburg, so gehen sie in diese Begegnung. Sie treten heute offensiv an. Ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Also viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Hier ist die Aufstellung des FC Augsburg. Der Mann im Tor ist Rafał Gikiewicz. Tobias Strobel steht mit Arne Meyer auf den zentralen Positionen. Und heute starten sie hier mit zwei Stürmern. Es wird darauf ankommen, dass sie die Laufwege gut abstimmen, sich nicht im Weg stehen. Schöne Stimmung hier, Buschi. Macht einfach Spaß, hier zu sein. Das ist schon klasse, dass wir solche Partien kommentieren dürfen, dass wir hier dabei sein dürfen. Wenn man sich hier oben mit den Kollegen unterhält, dann geht es allen so. Das ist einfach begeisternd. Die Wolfsburger wären ja gerne regelmäßig dort, wo sie vor einigen Jahren mal waren. Im erweiterten Spitzenkreis der Liga und im internationalen Geschäft. Aber Wolf, es gab in der Vergangenheit immer wieder den ein oder anderen Durchhänger. Ich denke, mit diesen Mitteln, die man hat, müsste mehr gehen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Er zieht ab! Das ist noch gefährlich! André Hahn. Ah, da wäre jetzt Platz. Stark vom Torhüter. Gut und fair das Tackling. Ah, da sehen wir es wieder. Kraft auf Handspiel entschieden von der Schiedsrichterin. Es gibt Freistoß. Und das ist eine ziemlich gefährliche Position. Tor. Klasse gemacht, das war knapp. Das Ding geht ganz knapp drüber. Der hätte richtig gefährlich werden können. Ja, fast das Tor hier. Ein wirklich guter Freistoß. Lukas Meja. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Könnte die Führung werden. Was für eine Aktion! So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat! André Hahn. Er zieht vorbei. Oh, das sieht nicht gut aus. Könnte gelb geben. Wenige Minuten gespielt erst. Und wir sehen schon eine ganz frühe Verwarnung. Das heißt, das wird schwierig für ihn. Jetzt muss er in jedem Zweikampf aufpassen. Ansonsten ist das Spiel heute frühzeitig beendet. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Ganz souverän hier vom Torhüter. Kein Tor in dieser Szene eben, ist unfassbar. Also ich weiß wirklich nicht, wie das ging. Weiter 0-0. Meja, da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Fängt diesen Ball ab. Schön dazwischen gegangen. Ball ist weg. Schön dazwischen gegangen. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden.
Das könnte durchaus gefährlich werden jetzt. Strobel. André Hahn. Da haben sie den Platz auf dem Flügel. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Gut mitgespielt vom Torhüter, er fängt den Ball ab. Tolles Zuspiel. Oh, gefährlich. Genau hinschauen jetzt. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu halten. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, ganz energisch geht er da dazwischen. André Hahn. Und da ist der Ball wieder weg. Da können sie erstmal klären. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Yannick Gerhard. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Das gibt einen Einwurf. Jetzt können sie flanken. Könnte der Ausgleich werden. Schön gehalten, aber Ball weiter im Spiel. Abgepfiffen, es gibt Freistoß. Den Ball hat er mit der Hand gespielt. Richtige Entscheidung. Der Schiedsrichter hatte aber auch eine gute Position. Also das war natürlich eine tolle Parade. Da musst du erst mal rankommen. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Durchaus eine gefährliche Position. Vielleicht können sie hier ausgleichen. Er hält den Ball fest nach diesem Freistoß. Jetzt können sie den Konter ansetzen. So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen sie eigentlich mehr machen. Ja, ist ein gefährlicher Steilpass. Da hat alles gestimmt, bis auf den Abschluss. Ach, das war nix, aber der Konter, der war gut. Wird's jetzt gefährlich? Braun Weghorst. Sauber vom Ball getrennt hier. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Sie haben den Ball. Und zur Pause haben beide Teams noch alle Chancen. Es steht 1:0. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Strobel. Und er gewinnt den Zweikampf. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Vargas. Sie laufen diesem knappen Rückstand hier weiter hinterher. Guter Spielaufbau jetzt.
Da klären Sie erstmal. Ball kommt in die Mitte. Klar, das muss hier jetzt einen Abschluss geben. Leider konnte er diesen Schuss nicht besser drücken. Sie holen sich hier den Ball. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Aber sie können nichts aus der Szene machen. Der Ballverlust. Hier gibt es den Freistoß für Wolfsburg. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Was sagst du? Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da haben Sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Was machen Sie draus? Und jetzt der Freistoß, da hatte er erst auf Vorteil entschieden, aber daraus wurde dann doch keiner. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Super dazwischen gegangen. Wout Weghorst. Jannik Gerhardt. Jetzt ist die Kugel weg. Ballgewinn, gefährliche Position. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Das ist schon überragend, wie er da einfach vorbeigeht, lässt der Abwehr keine Chance und dann kommt am Ende eben das Tor rum. Null steht hier. Sie machen einen guten Eindruck. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Freistoß hier gegen die Wölfe. Er lässt die Karte noch mal stecken, gibt ihm aber ein paar Worte mit auf den Weg. Und jetzt muss er sich zurückhalten beim nächsten. Oh, er traut sich aus dieser Entfernung. Fast der Treffer. Hat der Keeper nicht mitgerechnet. War ein guter Versuch.20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er hat die Chance. Klasse gehalten. Jannik Gerhardt ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Und jetzt die Chance. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Auf beiden Seiten wird nun gewechselt. Energischer Vorstoß. Gute Aktion.
Niklas Dorsch. Vargas. Amre Hahn. Kommen Sie noch mal ran! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Riesenchance, aber Kun Castells verhindert das Tor aus der kurzen Entfernung. Sie wechseln also aus. Ecke kommt in die Mitte und er wehrt die Ecke ab. Jetzt können Sie den Konter ansetzen. Der Konter läuft. Mecha. Wow, Weghorst. Was war das denn für ein Konter? Und was für ein Tor. Alles richtig gemacht. Lücke erkannt. Ball blitzschnell nach vorne gebracht. Und dann der perfekte Abschluss. Klasse. Ganz starke Vorstellung heute. Und selbst jetzt, kurz vor Schluss, machen Sie weiter Dampf. Einfach gnadenlos überlegen. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Caligiuri. André Hahn. Sie können den Ball abfangen. Das macht er gut. Die Chance. Er hält diesen Ball. Sensationell. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Sie werden hier wechseln. Die Ecke kommt rein. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ballgewinn, gefährliche Position. Jetzt vielleicht. Was für ein Tor! Sie legen hier noch eins nach. Bis zum Ende spielen sie nach vorne und dann treffen sie kurz vor Schluss nochmal. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Von ihm hätte heute auch mehr kommen können, Buschi.